Guten Tag, liebe Besucher. Mein Name ist Tobias Bokelow und ich betreue seit 20 Jahren bei Strube die anbautechnischen und Praxisversuche in Zuckerrüben. Auf dieser Station sehen wir unterschiedliche Bestandesdichten von 90.000 bis 10.000 Pflanzen pro Hektar, die wir mit speziellem Saatgut versuchstechnisch hergestellt haben. Mangelhafte Bestandesdichten können vielfältige Ursachen haben, wie zum Beispiel zu flache Ablage bei Trockenheit oder Frost oder mangelhaftes Saatgut oder Schnecken oder Hagel. Ersteres sehen wir in diesem Jahr besonders häufig. Hinsichtlich einer Umbruchsentscheidung sind zwei Dinge wichtig: die Bestandesdichte und der Vegetationszeitverlust. Umbruch ist eine drastische Entscheidung, die oft mit anfänglichem Zögern und dem Einholen von Zweitmeinungen einhergeht. Dann kommen weitere Dinge zum Tragen, die einen Zeitverlust bedeuten, wie zum Beispiel das neue Besorgen von Saatgut und das Wetter muss mitspielen und einige weitere Dinge. Aus einer bundesweiten Umfrage unter Praxisbetrieben wissen wir, dass von der Inbetrachtnahme eines Umbruchs bis zur tatsächlichen Durchführung der Neusaat mitunter bis zu 30 Tagen vergehen. Dazu haben wir Spätsaatversuche gemacht und im mehrjährigen Mittel führt eine um 30 Tage verzögerte Aussaat zu einem Zuckerertragsverlust von knapp 25%. Bei Betrachtung der aus mehrjährigen Exaktversuchen erstellten Bestandesdichtengrafik wird deutlich, dass vergleichbar hohe Verluste erst bei Bestandesdichten von 30.000 Pflanzen pro Hektar und darunter entstehen. In manchen Fällen kann es also sinnvoll sein, einen mangelhaften Bestand nicht umzubrechen, wenn er denn einigermaßen gleichmäßig verteilt ist, denn Rüben sind sehr kompensationsstark. Oft fehlt auch nach einer Neusaat das Wasser, um einen guten Bestand zu etablieren. In den lückigen Beständen ist allerdings viel Licht, das heißt, für das Unkraut ist viel Raum und die Rüben werden auch recht groß. Das sind Nachteile, die es ebenfalls zu bedenken gibt, denn ich habe eventuell einen höheren Herbizidaufwand und das Roden wird schwieriger. Wenn eine Umbruchmaßnahme ansteht, gilt primär: schnelles Handeln ist wichtig, um den Verlust an Vegetationszeit so gering wie möglich zu halten.